That's cool. I never really care about the notes. I only care about the feelings that we're trying to get. Nochmal. Ihr kennt das. Fertig. Hab ihn fertig. Carl, Ingrid, and family, SBO musicians and audience. Greetings from America, where I'm sitting around my fire pit here, where I will later be cooking up sausages, as I have learned from Carl in Austria. I want to thank you for playing my music across all these many years and for having a relationship that we have. Thanks so much for that, and I wish you Godspeed in your 30 years as an organization. And Godspeed in the next 30 years. Thanks very much and congratulations. Wir möchten nun zum Abschluss des ersten Teiles Musik von Stephen Melillo spielen, allerdings nur einen kurzen Ausschnitt. Vielleicht waren einige ja dabei. Es war einer der wahrscheinlich das bewegendste Konzert unserer Geschichte, als wir die Uraufführung, die europäische Uraufführung von Last World Standing in Bruckner spielen durften. Es ist Musik, wo es um Krieg geht, wo es um Erkenntnis daraus und vielleicht sozusagen auch Wandel der Gesellschaft für die Zukunft geht, mit Originalbildern erschreckend, und dann doch auch so viel Hoffnung darin. Am Schluss, Walter war dabei und einige, ein weinender Stephen Melillo, das Publikum, Standing Ovations, aber eigentlich nicht, weil wir so gut gespielt haben, es war schon okay, sondern weil sie so bewegt waren. Es wurde mir dann erzählt, viele sind eine halbe Stunde nach Hause gefahren und kein Wort gesprochen. Das größte Kompliment. Also dieser Moment, den werden wir nie vergessen. Und daher möchten wir in die Pause gehen mit dem letzten Teil dieses Werkes. Es ist, wo die ganze Tragik, die ganze Pein und das Elend vorbei ist, wo die nächste Generation von unschuldigen Kindern die Hoffnung in sich trägt, dass die Menschheit vielleicht doch daraus lernt, dass die Zukunft eine des Miteinanders und des Friedens ist. Genau dort setzen wir ein, wo die Unschuld der Kinder die Hoffnung nährt. Und dann möchten wir euch eine Viertelstunde Pause gönnen. Wir möchten dann aber pünktlich wieder beginnen, damit es nicht zu spät wird, damit auch unsere Ehrengäste vom Blasmusikverband noch ein bisschen was vom Feiern unten mitkriegen, weil die werden nur lang sitzen. Nun also das Finale von Stephen Melillos Last World Standing.